Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Ja, meine lieben Freunde, es wird mal wieder Zeit für ein paar Pikus. Wir machen ja die letzten Parts nichts anderes außer Pikus, weil es nichts anderes zu tun gibt. Und ja, ich habe heute wieder einen Gast dabei, der kann sich mal wieder vorstellen. Yo, now wieder hier vor Nani Battle. Ganz genau. Du bist jetzt irgendwie schon mittlerweile wieder so ein Special Guest, ey. Wirklich, du bist jeden Tag auf meinem Kanal. Ja, das ist ja auch, ich bin's ja auch. Ja, naja, du bist es ja. Das ist ja die Erklärung over 9000, ey. Ja, ne? Also ist halt einfach so, braucht man es keine... Er muss ja, auf dem Kanal sein. Also ja, der Ninja Spooky ist nichts mehr ohne Now. Richtig. Scheiß, Alter, geh sterben. Glaub nicht. Unglaublich, ey, wie er das auch noch bestätigt. Als ob das selbstverständlich wäre. Hammer, oh Mann. Der müsste mich mittlerweile bezahlen, Freunde, Alter. Natürlich. Ja, macht 100 Euro pro Video ab sofort. Alles klar. Ja, die ich dann kriege. Na, ja. Okay, kein Problem. Ja, so, ich mach kurz den Cut. Bis Now drin ist. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt bei dem Parallelquest angekommen. Wir sind im Warteraum. Der Ninja Spooky muss jetzt endlich mal bereit drücken. Und dann geht's richtig heftig zur Sache. Okay. Ja, ja, natürlich. Der große Sireman ist hier. So heißt die Quest, Digga. Also ich hoffe, wir kriegen das richtig hin. Und dass wir hier den großen Sireman auch sehen. Ja, richtig Schlappschwanz. Gibt's den eigentlich als Charakter? Ja, ja, kannst du ja als Charakter kriegen. Du kannst sogar dem seine Ausrüstung, den Helm und so alles, den Cape und alles, das kriegst du alles sogar. Das ist cool. Also schön episch. Den Helm habe ich schon mittlerweile. Sieht richtig cool aus, aber ich hätte es halt cool gefunden, wenn man den vielleicht so ein bisschen, ja, umfärben kann. Also, dass der nicht wirklich nur orange-grün ist, sondern dass man das sich auf seinen Charakter das irgendwie anpassen kann. Naja, es ist echt schade, dass es nicht so aber ist. Aber das geht leider nicht. Ja, ist bei vielen so. Das nervt mich. Das ist ein bisschen dumm. So, besiege Freezer und Cell. Du hast Gohan genommen. Jo. Ich hoffe, du verkackst diesmal nicht, gell? Nee, diesmal habe ich Gohan Super Saiyan, Mann. Jetzt gehe ich richtig ab, Alter. Ja, bestimmt. So, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Es gibt zwei Wege. Welchen willst du? Es gibt sogar drei Wege. Welchen willst du gehen? Hier, Kapsellandeplatz. Da steht ein Pfeil. Auf geht's. Ja, es gibt drei Pfeile. Muss mal gucken mit dem Scouter. Es gibt drei Pfeile gerade. Ja, ich bin jetzt hier. Ja, dann geh da durch. Und du woanders, oder was? Ich habe ja nur gefragt, wo du durchgehen willst. Also, ich bin wenigstens so nett und fragen, halt. Ja, Rico, ich nehme Cheese. Ja, dann nehme ich das große Baby da oben. Hä, hier sind auch. Nee, hier sind auch noch Freezer-Soldaten, Raspberry und sowas. Oh, juckt mich nicht! Die sollte man immer als erstes besiegen, bevor man die anderen besiegt. Na, aber mich greifen die nicht an, deswegen juckt es mich gerade echt nicht. Ja, weil sonst kommen wir nicht zu der Extra-Aufgabe. Das ist meistens so. Echt? Ja. Okay, wenn wir die normalen Gegner nicht. Wir müssen eigentlich zum Teil alles besiegen. So, ich habe ihn schon platt. Okay, dann gehen. Kann ich mich auf Cheese kümmern. Hey, mein Cheese. Oh, dann gehe ich ja zu Rico. Ja, eben, der ballert mich schon zu, also. Beschäftigen. Ja, dein Schießball hat mich auch zu, Alter. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht so schnell bin. Du musst schneller sein. So, steh auf. Super Saiyan. Kamehameha. So. Glaubst du eigentlich, dass ein zweiter Teil kommen wird? Doch schon, ja. Du glaubst, dass davon ein zweiter Teil kommt? So, warum nicht? Ich glaub's auch. Aber auch nur wegen der Endszene da nach dem Abspann. So, ich helf dir mal. Brauchst mir nicht helfen. Doch, ich schieß ihn weg jetzt. Guck. Scheiße, ich treffe nicht mal. Fuck. Oh, du hast ihn jetzt gekillt. Finde ich sehr gut. Vater, Sohn kam mehr. So, da hinten ist das nächste Tor. Gehen wir gleich mal durch. Wir müssen schnell sein, wenn wir unter 5 Minuten sind, dann haben wir eine große Chance, dass wir die extra Aufgabe kriegen. Ja, das ist echt immer so. So, Pflanzenmann am Start, erst den hier besiegen. Wer ist denn das Nappa hinter uns, oder was? Ne, Raditz. Raditz, bist du die Lusche? Einfach nur Radieschen, der wird die Radieschen gleich von unten sehen, wenn ich fertig bin mit dem Pflanzenmann. Ne, Nappa ist auch hier, wen willst du? Ich bin Raditz. Ja, dann mache ich den Nappa hier fertig. Weißt du eigentlich, dass die ganzen Saiyajins nach Gemüsesorten benannt wurden? Ja, ja, das weiß ich, ja. Aber wer ist nochmal bei Nappa? Welches Gemüse? Also Raditz ist Radieschen, Kakarott ist Karotte. Vegeta ist, glaube ich, aus dem Englischen Gemüse. Aber was ist Nappa?
Tja, was könnte Nappa sein? Ich weiß es nicht. Also, wenn es einer von euch weiß, dann schreibt es da unten rein. Ich weiß es echt gerade nicht. Also, irgendwas ohne Haare. Ja, und Bardock? Hab ich auch keine Ahnung. Wir sind fertig. Ja, wir sind Beste, Alter. So, wir müssen durch das Tor da hinten. Obwohl, da unten ist ein Item, das können wir noch einsammeln. Zack. Sammelt's doch ein, du Depp. Perfekt. Und durch. Zack. Also, wenn ihr das wisst, welches Gemüse Bardock oder Nappa ist, dann schreibt es auf jeden Fall unten rein, würde mich echt mal interessieren. Oh, ich nehm Barter. Wir müssen erst Apule besiegen hier. Achso. Guldo. Apule. Da ist er. Weil, wenn du zum Beispiel jetzt Barter und Guldo besiegst, ja, bevor natürlich du Apule besiegt hast, gell? Lol, ja. Naus raus. Ja. Super, darf ich das alleine machen? Super. Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten, unglaublich. Scheiß Spiel. Dann darfst du jetzt mal so unterhalten, Alter. Unglaublich. Ja, ich renne gerade hier ein bisschen in Toki Toki City rum. Ja, ist sehr interessant, gell? Du beobachtest die Leute, wie sie in Toki Toki rumlaufen. Richtig hammer. Hier steht Mr. Satan vor mir. Also, den will ich nicht. Da will ich. Den musst Schüler du, glaube ich, auch noch als Meister machen, gell? Wir müssen natürlich gar nichts. Naja, wenn du jetzt. Ja, wenn du alle Meister machen willst, musst du ihn machen. Ja. So rum. Ja. Super Saiyan. Der goldene Saiyajin, ey. Oh mein Gott, ey. Die Fresse ist cool. Willst du mir jetzt wieder mit deiner Theorie hier kommen, hier? Dass man. Hier ist GT-Goku. Goldenen Jizz ablassen muss, dass man Weiblichkeit zu so einem Saiyajin machen kann. Ja, ja, schon, ja. Das ist doch das einzige logische Erklärung. Ja, bestimmt. So, ja, natürlich. Das geht doch nicht. Gehen wir gleich hin. Erst das Item hier noch. Perfekt. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Ja, da oben haben wir noch was. Das will ich auch noch einsammeln. Das schaffe ich eh nicht mehr mit der Zeit her, deswegen passt das schon. Hier ist einfach durch. Hier ist einer Black Steve und er ist komplett gelb. Das muss doch schwarz sein, hallo? Vielleicht ist seine Seele einfach nur schwarz. Unglaublich. Natürlich. So, Freezer ist bei mir erschienen. Wo ist er? Bitte besiege nicht, bitte besiege nicht, das schaffst du eh nicht. Flüchte. Neue Unterstützung, der Saiyaman erscheint in meinem Team. Mit Videl als, wie heißen die nochmal? Saiya Girl oder so? Keine Ahnung. Oh, kein Alter, nee, weiß ich nicht. Wie geil, Alter. Hammer. Kriegt man eigentlich die Klamotten hier von denen? Würde ich auch gerne haben. Finnischer Breaker. Was war das jetzt schon wieder? Ja, das war einfach die glorreiche, ultimative, tränenzerreißendste. Laut. Willst du noch mal ein bisschen über Sasuke reden, wie du das gemacht hast? Nicht wirklich. Vielleicht haben die Leute dadurch noch mal was zu lachen. Ich meine, das war ja schon wirklich so das Highlight, ey. Da werde ich immer noch angeschrieben deswegen, ey. Echt jetzt? Ich wurde angeschrieben deswegen mehrmals. Lol. Dass sie das so geil fanden, ey, das, was du da abgezogen hast. Oha. So, das ist doch normal. Ist doch unglaublich, ey. Also, wie man wegen Sasuke so ausrasten kann. Ja, so rede ich täglich mit meiner Freundin. Jo! Wie kannst du nur eine Freundin haben? Wie geht das? Ja, natürlich. Alter, wenn du so mit der reden würdest jeden Tag. Ja. Die tut mir voll leid, ey. Nein. Ja, jetzt auf einmal. Freunde, glaubt ihr es ihnen noch oder glaubt ihr es ihnen nicht? Ja, komm. Hier. Ich glaube. Ja. Ich bin Gott. Du lügst. Natürlich. Nein. Genau, schlägt deine Freunde. Nein. Oder doch? Ich weiß es nicht. Oder doch? Hab ich da nicht was gehört? Ja, natürlich. Komm gleich zu Batsch. Weib! Ja, guck. Halt's Maul! Ja, knie nieder. Na, eigentlich hat ja deine Freundin so die Hosen an bei euch, glaube ich. Ja, natürlich, als ob. Naja, wenn wir vom Zocken her, wenn wir das vom Zocken her sehen, dann ja. Ja, geht. Hä? Geht so. Natürlich, jetzt auf einmal. Ja, klar. Hier ist einer Forgotten und Bardock Junior. Großartig. Den besten Namen hab sowieso ich hier mit Freecell, Alter, das ist so genial. Gotega, Stefan, Nix,
geschafft, gell? Einer heißt Petrola, unglaublich. Der sieht ganz, ganz komisch aus. Wer ist denn Misty? Einer die Gerechtigkeitssprint. Ja, du brauchst mir jetzt nicht alle vorlesen, wie die da heißt. Die juckt mich überhaupt nicht, aber... Mr. Anderson. Alles klar, Digga. Ja, Freunde, dann mache ich jetzt mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Nao wieder back ist. Also... I'm back! Bis gleich. So, Freunde, wir sind wieder da. Die nächste Mission heißt Margin Chaos, das heißt 30 Boos besiegen. Ich habe da auch noch irgendwie so ein Random drin, ne? Keine Ahnung, der ist da einfach reingejoint. Wayne Jux, Hauptsache, der ist dabei. Und ich würde mal sagen, leg mal los! Die Margin Boos wollen auf die Fresse kriegen. So wird der Nao jeden Tag von seiner Freundin. Ist der Nao denn überhaupt noch da? Nein, er ist nicht da, Freunde. Sonst würde er antworten. Scheiße, du kleine Missgeburt. Ich hab gedacht, dein Ding ist wieder gefreest, Alter. Scheiße, ich hätte warten sollen. Du kleine Missgeburt, Alter. Mann, ey. Der Nao hat so ein kleines PC-Problem. Und zwar, wenn ich mit dem im TS rede oder irgendwo, dann ist er manchmal einfach weg und ich rede für mich alleine weiter. Und dann kommt dann dieses Geräusch, disconnect from your server. Und dann kommt er nach 5 Minuten irgendwann wieder online. Also es kann passieren, dass Nao einfach mal rausfliegt oder so. Das ist unglaublich, sowas. Du hast halt einen Scheiß-PC, ganz einfach. Hab ich nicht, Mann. Juckt mich nicht. Also, du hast ja gesagt, das liegt ja in deinem Mikrofon. Und wenn dein Mikrofon dein PC nicht aushält, dann hast du einen Scheiß-PC. Na klar. Das liegt an der Amp, die angeschlossen ist, nicht an dem Mikrofon. Ja, keine Ahnung. Dein Mikrofon. Ja, natürlich. Ja. Natürlich, das wird übel nervig hier, 30. Ja, Minuten, natürlich. Gell? Ja, übertreibt's halt. Guck mal an, ey. Ich krieg Dauerbackpfeifen mal von dem. Ey, 30 überall, wo ich hingehe, krieg ich irgendwelche... Aber die halten nicht viel aus. Ja. Super Saiyajin 2! Er rastet komplett aus. Das hasse ich auch übel, wenn die einen mit Keybomben vollbomben. Ja. Und dann hören sie auf und dann kommt der nächste und schießt auch nochmal drauf, ey. Kamehameha! Das musst du in der Bardock-Saga so oft kriegen. Ja. Also da habe ich echt zum Beispiel manchmal gedacht, ich kack gleich ab, ey, wirklich. Maximale Ladung. Na, Freunde, schreibt einfach mal bitte rein. Hat Nao Probleme? Ja, nein. Also, zu mir meinte er, hat keine Probleme. Das ist seine natürliche Art und so. Aber, meiner Meinung nach. Ich nehme gleich mal deine natürliche Art auf. Hallo, die ist lecker. Alles klar. Alles klar. So. Digga, ich bin wirklich cool natürlich. Du bist nicht normal natürlich. Ja, voll logisch, gell? Vater ja, ich werde wieder nur bombardiert mit irgendeiner Scheiße hier. Und das Vater-Sohn-Kamehameha, ne? Das braucht man mal richtig lange zum Aufladen. Ich glaube, die Range von der Attacke ist aber auch nicht so weit. Aber der dreht sich halt in jede Richtung dann. Kamehameha. So, wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir müssen ein neues Gebiet. Billig. Da hinten. Billig. Capsule Corporation. Ja, hier, Capsule Corporation geht's dann. Nein, ich bin woanders. Westlich Hauptstadt. Ja, das ist Pech, ich bin hier. Verarschst du mich jetzt? Nein. Ich bin ganz allein hier, ich verschwinde, Alter, das mache ich nicht. Unglaublich, ey. Unglaublich, ey. Lässt er mich einfach woanders hingehen? Ach ja. So, Mini-Boost. Der lädt hier seine Key sogar noch. Hier, Capsule Corporation bist, gell? Nee, ich bin jetzt da, wo du warst. Scheiße, Alter, laber doch nicht, Alter. Verarsch mich nicht, Winnie, fang mit mir. Ihr fang mich doch. So, ersten habe ich schon. Nichts wurde angezeigt oben. Lügt doch nicht, du hast gar keinen Sohn Kamehame. Nao, sag ich schon. Freunde, er lügt richtig hart vor. Boah, ich habe 3 gleichzeitig getötet. Machen Scheiße, das wird natürlich angezeigt oben rechts. Juckt mich nicht, ey. Du hast gar keinen getötet, ey. Nö, ich habe ja nur jetzt mindestens, ich habe schon viel getötet, ne? Juckt was? Nicht, lauf ne? Doch keine Scheiße, das wird oben rechts angezeigt, wenn du einen killst. Ja, mir scheißegal, ja, wird bei mir auch oben rechts angezeigt. K.O. steht dann immer da. Und die Fratze von dem Buch. Jetzt so. Wurde was angezeigt, weil ich einen gekillt habe. 5 habe ich jetzt. Lüg doch nicht, ey, wie richtig eiskalt lügt der, Alter. Steht doch überhaupt nicht, ich greif an, Mann. Du bist nochmal so nicht mal bei mir, glaube ich. Kamehame! Digga, du bist glaube ich nicht. Nee, und einer tot. Bei mir. Und das war's. Oh, 2 sind noch hier. Juck den nicht, ich rede hier für mich alleine, ey. Was? Nee, wie redest du? Du bist nicht mal bei mir, gell? Ja, ich bin da, wo du reingegangen bist am Anfang. Ja, aber da bin ich schon wieder raus. Wir sind wo ganz anders.
Du kämpfst alleine gegen die? Ja, kein Problem, ich habe schon 7 Stück getötet. Und 8. Lügt doch nicht, du hast gar keine besiegt, das wird nämlich oben rechts angezeigt. Mir egal, bei euch wird das auch nicht angezeigt, wenn jemand kaputt ist. Ja, dann liegt's am Gebiet. Vater, Sohn, Kamehameha. Aber ich krieg wieder 3 gleichzeitig, war richtig krass. Ey, ich lach mich so kaputt, einer, wenn du drauf gehst, ey. Nee, ich hab nur einen jetzt gekriegt. Ja, 2 Stück sind hier. Noch. Ja, dann viel Spaß. Dass du das alleine machst, du bist doch krank, Alter. Ich hab noch keine Energie abgezogen bekommen. Bestimmt spielt deine Freundin grad. Klar. Die tun auch nichts. Jetzt habe ich Energie abgezogen bekommen, weil er mit seinen komischen Bällen wieder um sich schmeißen, ey. Ja, ich look mich nicht. So, nächster weg. Aber warte, wir kommen jetzt. Die Spam hier irgendwie unendlich, kann das sein, ey? So, westliche Hauptstadt, ich bin jetzt auch bei dir. Unglaublich, Freunde, das spielt da einfach alleine. Ja, Kamehameha! Zack, und 9 weg. Und wieder weg. So, ich helfe gerade. Ja, das war fertig. Richtig. Kommt da nichts mehr? Tatsächlich, da kommt echt nichts mehr. Das war richtig billig eigentlich. Ja, war jetzt nicht wirklich der Hammer. Mhm. Aber ich wette, wenn wir das alleine gemacht hätten, hätten wir länger gebraucht. 100 pro. Maybe schon. Ich hab nichts bekommen. Nix maybe. Das ist so, Alter. Ohne mich geht halt gar nichts. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf hier mit Stempel und so. Ich schwöre dir. Ja, kann ich nachvollziehen, weil ich bin da eben der Beste. Ja, Freunde, dann würde ich jetzt mal wieder sagen, das war's auf jeden Fall von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ging ja richtig schnell diesmal. Das ging diesmal richtig schnell, ja. Ja, ja. Das ging echt schnell. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Jetzt kommt natürlich das Schlusswort von Nao, der wieder eh nichts sagen wird, nur eine Scheiße wieder rauskommt. Deswegen verabschiede ich mich einfach mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tödele. Ciao, Leute. Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen? Wir müssen den Kampf bestehen. Unsere Welt wird sonst irgendwann untergehen. Schala, hey Schala, gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir. Bald hast du dein Ziel erreicht. Schala, hey Schala, öffne dein Herz, du hast die Macht, alles zu tun. Ich weiß, du kannst es schaffen.